Wie einfach war die automobile Welt doch früher? Benzin oder Diesel? Das war die Frage. Und heute? Range Extender, Zero Emission Vehicle, Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-in Hybrid, wahlweise als Benzinhybrid oder Dieselhybrid. Kennen Sie sich noch aus? Hybridtechnik, habe ich sicher schon gehört, aber nein. Nein. Oh, gute Frage, ich habe es schon mal gewusst, kann es aber im Moment nicht sagen. Ja, Hybrid, also das ist. Das ist ja eigentlich an und für sich hat er zwei Motors drinnen. Also ein Benzinmotor oder ein Benzinmotor und ein Elektromotor. Nicht? Autofokus versucht heute, Licht ins Dunkel des Themas Hybrid zu bringen. Wir fragen nach beim Spezialisten, was genau ist denn nun eigentlich Hybrid? Der klassische Hybrid, das war eine Kombination aus einem konventionellen Benzin und einem Elektromotor. Das Ziel dabei war ganz klar, nämlich durch den Einsatz von Elektromotoren den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Heute bedeutet das, dass damit die Schadstoffreduktion ganzer Fahrzeugproduktionen verringert wird. Diese Form des Antriebs gibt es schon seit den 90er Jahren und wird seitdem, genauso wie auch die Verbrennungsmotoren, kontinuierlich weiterentwickelt. Heute, 20 Jahre später, erlebt der Hybridantrieb einen Quantensprung. Das Grundprinzip bleibt gleich, aber der Elektromotor bekommt nun deutlich mehr Bedeutung, nämlich die des emissionsfreien Fahrens in den Städten. Ja, und das ist das, was richtig Sinn macht. Bis zu 50 Kilometer voll elektrisch in der Stadt unterwegs sein und trotzdem auf längeren Überlandfahrten kein Problem haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Volvo V60 Plug-in-Hybrid mit einer Reichweite bis zu 900 Kilometern. Und die kommt aber auch nicht von ungefähr. Weil die Schweden haben hier alles so ziemlich eingepackt, was derzeit technologisch möglich ist. Einen modernen, 215 PS starken Commonrail Turbodiesel, große Lithium-Ionen-Batterien und starke Elektromotoren. Mit etwas Geschick kann der Fahrer so auf einen Systemverbrauch von bis zu 1,8 Litern auf 100 Kilometer kommen. Und dieses Geschick sollten wir vom Fahrer immer erwarten können. Dass die Schweden knapp 60.000 Euro für ihr allradgetriebenes Top-of-the-Line-Modell verlangen, verwundert angesichts der verbauten Technik nicht, wird aber trotzdem nur für eine kleine Klientel erschwinglich sein. Dennoch wird der Technologietransfer über die Jahre auch in den darunterliegenden, deutlich günstigeren Fahrzeugklassen Einzug halten. Wie ernst dieses Thema genommen wird, sieht man zum Beispiel bei den asiatischen Herstellern. Die wollen spätestens 2020 rund ein Viertel der Produktion mit alternativen Antrieben anbieten. Das Thema Plug-in-Hybrid spielt natürlich speziell bei den großen SUVs eine entscheidende Rolle. Hier kommen die Vorteile des Systems besonders in der Stadt voll zur Geltung. Zum Beispiel beim Mitsubishi Outlander. Hier versorgt ein sparsamer Benzinmotor eine moderne Lithium-Ionen-Batterie mit Strom. Und diese treibt den fast lautlosen Elektromotor an und sorgt bei Bedarf für eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern. Und damit löst sich zumindest einer der Hauptangriffspunkte gegen große SUVs in der Stadt in emissionsfreie Luft auf. Aber noch eine Besonderheit, allerdings nicht technischer Natur, ist beim Plug-in-Hybrid auffällig. Der E-Antrieb ist charakterverändernd. Nicht mehr schneller ankommen ist das Ziel, sondern weiter elektrisch fahren. Dass man das Thema auch aus einer völlig anderen Ecke betrachten kann, beweist ein Neuankömmling am Markt, der sich ganz der Technologie aus der Formel 1 bedient. Beim Infiniti Q50, da drückt der Schein ein bisschen. Die Limousine wirkte auf den ersten Blick eher sportlich klassisch. Aber im Inneren schlummert Formel 1 Technologie à la Sebastian Vettel. Auch hier wird der Elektromotor, so wie beim Rainbow-Liden, als echter Zusatzantrieb zur Leistungssteigerung verwendet. Benötigt man als Fahrer die vollen 364 PS des Q50 gerade nicht, so kann man den Allradler aber auch noch richtig wirtschaftlich fahren. Sprich, das sind 5,4 Sekunden von 0 auf 100 und das bei einem möglichen Durchschnittsverbrauch von ca. 5,8 Litern. Egal aus welchen Aspekten man sich für ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug entscheidet, erstmals ist es mit dieser Technologie möglich, zumindest Teilstrecken emissionsfrei zu fahren, ohne sich dabei Gedanken über Reichweiten machen zu müssen.